repariere und dann diese Rallye mitmache. Wann ist die Rallye? Die Rallye ist ein paar Wochen. Los! Ich glaube, nicht ein Lagerschaden gehört zur. Aber wir können nichts ausschließen. Wir werden jetzt 5 Tage damit im Rallye fahren. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ich habe mir jetzt diesen Taxi geholt. Hört ihr diese Geräusche? Jetzt weiß ich auch, warum er Achsschenkel hinten liegt. Weil das Ding höchstwahrscheinlich, ich hoffe es, es kann auch Getriebeschaden sein, kann auch was ein Motor sein, ich weiß es nicht. Der macht Geräusche, das ist nicht normal. Also ich habe Angst, hier zu beschleunigen und ich hatte noch nie solche Angst gehabt. Muss ich sagen. Ich überlege schon, den Wagen hier abzustellen und alle jetzt hinzurufen, ehrlich. Aber das Gute dran, wir haben es echt nicht weit. Also, tut mir die Daumen, dass die Hause gemacht. 650.000 gelaufen. Jetzt fahren wir eine Probe. So, Alosch, aber erst müssen wir das einstellen. Hier, kannst du auch mal gucken. Mhm. So, 4 Euro. Wir machen aber Zuschlag drauf. Ja, Zuschlag. Laufen tut das schon mal gut für 650.000, ne? Und so wird unsere Rallye-Strecke sein, ne? Und die werden wir auch so fahren, Leute. Einfach so drüber. Ohne dir Gedanken zu machen. Ohne Gedanken zu machen, ist genau. Ist da ein Loch oder nicht? Das wollte ich schon immer machen. Mit dem machst du es jetzt, ne? Du bist ja einer. Ah! Egal. Das ist cool. Ich sehe dich schon so in der. Ich werde jetzt nur noch Rallye-Fahrer. Viertelmeile ist genau. Vorbei. Viertelmeile ist vorbei. So, Leute, ich kann euch sagen, SRS brennt. Airbag. Aber hört euch diese Geräusche an. SRS ist Airbag, hast du gesagt? Okay. Also, es ist Wahnsinn, was für Geräusche dieses Auto macht. Egal, was für Geräusche im Auto habt, direkt in die Werkstatt. Du hast eine Vermutung Achsschenkel, hast du gesagt. Ich habe den Wagen noch nicht angeschaut, aber ich vermute Achsschenkel, ja. Ne, das ist Sympathie für Dings Taxifahrer. Also ich bin selber Taxifahrer, ich weiß, was ich durchmache. Ich warte auf euch. So, 5,10 Euro schon, Alter. Okay. Plus Zuschlag, also 10,60 Euro sind wir schon. So bin ich gefahren. Und es wird immer schlimmer und schlimmer, Leute. Deswegen werden wir auch nicht viel fahren. Ob man das vielleicht mehr, wenn ich das Fenster aufmache, nee, dann kommt Windrauschen. Das ist schon nicht so gut. Also, ich hoffe mal, es ist nicht das Getriebe. Ich hoffe mal, es ist nicht der Motor. Und ich hoffe mal, das ist irgendein. Ich sag mal, Radlager wäre geil. Ja? Ja, das wäre geil. So, Bremsleuchte geht nicht, Blinker rechts geht nicht. Wir haben irgendwie Kabelbruch, ne? Rechts. Ja, der stand ja jetzt auch. Nee, weil gerade ging alles. Ja? Ja, aber jetzt geht er. Kann ja sein, dass Ja, was verbraucht so ein Auto überhaupt? Ja, gute Frage. Steht Service überzogen schon, was weiß ich, wie viele Kilometer. Hörst du das? Ich höre das. Ja. Das ist so laut, das kann man nicht überhören. Boah. Oh, guck mal, wie er nach links geht. Der eiert richtig. Richtig. Wahnsinn. Alter, so viel Angst hatte ich noch nie gehabt. Wow. Diese Bequemlichkeit kriegst du nur vom Mercedes. Ne? Also Wahnsinn. Ich weiß, ich bin kein Mercedes-Kenner. Von dem her, ich kann nichts sagen. Also das ist auch meine erste E-Klasse. Genau. Ja, wir müssen ja erstmal schauen, was muss alles hier gemacht werden. Ne? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass bei 650.000 hier nichts dran ist, ne? Ja, bestimmt nicht. Ja, aber so wie man hört, ist da viel was dran. Ja, laut ist er schon mal. Ja, aber ich finde, vom motortechnisch ist der sehr gut. Also motortechnisch hört der sich echt gut an. Ja. Auch Beschleunigung? Boah, 436 PS. Wir haben echt null Ausstattung. Wir haben nur Sitzheizung, Klima und Navigation. Brauchen wir ja nicht. Funktioniert aber alles, das ist das Geile. Klima auch? Klima funktioniert auch. Man merkt, es ist sehr schwach. Er braucht den Klimaservice. Wenn überhaupt. Wenn wir bis dahin kommen. Genau. Ey, bei Mercedes ist das immer kaputt bei B211, ne? Guck mal, der hat das Was noch. Was ist das denn? Diese Klappe, die geht so gerne kaputt. Als hätte er noch ein Fach hier. Nein, ne? Grün. Ah, Taxiunternehmen, Mietwagenservice. Hat er gesagt, eine Zeit lang lief der als Mietwagen oder so. Ja. Das, ne?
Geht der Blinker gar nicht? Nee. Oder warum macht der ich weiß auch nicht. Ich glaube, der hinten ist rausgefallen. Hm. Oder? Also ich sag dir, dieser Akschenkel ist nicht umsonst da. Ich schätze mal, dass der Radlager kaputt war. Wo er das hingestellt hat, wusste er das. Und die wollten das irgendwann machen, haben es aber nie gemacht. Hm. Ich bin echt gespannt, wie der von unten aussieht. Nur, ich werde den erstmal ein paar Tage draußen lassen, damit die ganzen Viecher rauskommen. Oh je. Sonst war eine Halle voll mit Spinnen. Habe ich auch keinen Bock. Vielleicht gehen die Schneckchen ja dann auch weg. Die Schnecken können bleiben, die sind süß. Der macht schon ein bisschen Geräusche, ne? Also wenn Gas geben, so. Ach so, du meinst was anderes jetzt? Ja, es kann auch schon turbotechnisch irgendwas sein. Oh. Was ist das denn? Ja, PDC funktioniert. Ja, wir sind schon bei 16 Euro, ne? 17 Euro schon. Schon? Fast. Ja. Ich hoffe mal, du bezahlst bar, ne? Ich habe nur Karte dabei. Hast du kein Lesegerät hier? Was bist du denn für ein Fahrer? Ja, das haben wir uns noch nicht zugelegt. Aha. Das kommt noch. Ich bin noch neu im Business. Ah ja. Ne? Aber ab 50 Euro begleite ich dich auch zur Bank, kein Problem. No problem, ne? Ja. Fährst du mich dann auch noch mal kurz hin? Natürlich. Das ist so geil, Alter. Das willst du ja immer anlassen, ey. Das ist so geil. Ja, die Fahrt runter können wir ja anlassen. Ne? Also, egal, wie wir jetzt mitnehmen, würde. Wir sagen immer, dick, machen an und dann fahren wir. Stell dir vor, du fährst doch mit Freunden so. So, ey, komm, ich fahr dich schon, nein, kein Problem. Kein Problem. Und dann so, 20 Euro. Ey, wir sind doch Freunde. Ja, du bist auch mein Freund. Wenn du meine Haare schneidest, bezahle ich dich auch. Genau. Weißt du, machen wir so. Taxifahrer, ey, Taxi geguckt. Sofort, ey, nein. Weißt du, du musst mal bei den Taxifahrern im Stand einfach stehen, so. Konkurrenz direkt, weißt du, so Reifen abstechen und so. Ich lass es einfach mal hinstellen, Alter. Du kriegst auch nicht genug, oder? Hab ich das Gefühl? Ey. Ich krieg doch Geld beim Fahren. Dann hast du ein Problem, oder was? Die Straße. Alter. Ey, nicht, dass ich mein Audi verkaufe und den dann noch fahre. Ja, ne? Ey, sollen wir nicht damit in den Urlaub? Na klar. Dem? Bestimmt. Ey, was sind das für bequeme Sitze? Ist das jetzt ernst? Ja. Soll ich noch ein bisschen fahren? Hast du überhaupt so viel Geld dabei? Es reicht. Ich glaube, ich kann sonst nicht mehr bezahlen. Taxiunternehmen. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn wir den Wagen auf der Bühne haben. Der Wassermotor. Wie sieht das Getriebeöl aus? Wie sieht das Öl aus auf dieses Projekt? Ehrlich, ich bin einfach nur gehypt. Also ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. Ja, hier ist schon mal meine Karte, Heidosch. Hier, du siehst ja, ne? Okay. Plus wie bezahlst Zuschlag, du? Ja, plus okay. Zuschlag. So ein 20er willst du jetzt haben von mir. Natürlich, steht doch da. Der will Geld von mir, gibt's doch nicht. Kannst du auch PayPal zahlen. Hier. Okay, danke schön. Ey, 14 Euro, ah genau, 20 Euro. Okay. Ja, jetzt guck. Ey, mit der oh, 10 Cent noch, Gewehr. Nee. Ist mir egal, 10 Cent. Ich hab schon gegeben, ist nein. Vorbei. Ist schon vorbei. 10 Cent, komm, schenk ich ihn, ist alles gut. Ah, wie nett von dir. Na ja, komm, ey, ich sehe schon, du verdienst kein Geld, merke ich schon. Dankeschön. Und wenn was ist, hier meine Karte, ne? Alles rufst klar. Du mich an. Okay, mach ich. Nichts anderes, wenn du ja, nächstes Mal einen Unfall ja hast, rufst du ja mich an. Okay, ja. Dann hole ich dich von dort direkt ab. Bis dann, haut rein. Ciao. Ciao. Injektoren sind undicht. Weißt du, was ich glaube, Aidosch? Was haben die denn hier schon geweckt? AGR. Ich weiß gar nicht, wie AGR aussieht, wie Partikelfilter. Wir werden den noch auslesen. Wir wissen nicht, ob Elektrik alles gut ist. Hinten haben wir Feuchtigkeit gesehen. Du kaufst ein Taxi mit 650.000. Jetzt darfst du nicht erwarten, ey, ich mache jetzt nur die Bremsen vorne und dann habe ich TÜV. Nee. Du alles ein? Oh, Unfall.